Die MT Melsung kann mit einem Sieg die Tabellenführung von Hannover-Buckdorf zurückerobern. Die Vorzeichen dafür stehen gut. 8 Spiele in Serie hat die MTM nicht verloren. Und gegen den HC Erlangen hat die Mannschaft von Roberto Parondo noch nie verloren. Auf der anderen Seite der HC Erlangen mit einigen Niederlagen in Folge, hat zuletzt aber gute Ansätze gezeigt in den Spielen gegen Kiel und die Rhein-Neckar-Löwen und bestätigt das auch in der Anfangsphase gegen die MT Melsung. Schöner Treffer von Antonio Metzner, der am Ende mit 7 Treffern erfolgreichster Werfer der Gäste ist. Nach ausgeglichenen 20 Minuten übernimmt die MT Melsung das spielerische Zepter über die Partie. Auf der anderen Seite ist der HCE immer wieder über Einzelaktionen, wie hier über Jonathan Svensson, erfolgreich. In der Abwehr steht der HCE deutlich besser als in den vergangenen Partien, zwingt die Gäste immer wieder ins Zeitspiel. So müssen solche Rückraumwürfe her. Daron Mensing ist gerade sehr, sehr gut in Form, verwandelt diesen Wurf sehr, sehr stark. Bei den Gästen schleichen sich einfache Fehler ein und der Deutschstände, den wir gerade schon gesehen haben, der prägt die Phase vor der Halbzeit. Nächster Treffer für ihn, der kommt gerade mit sehr viel Selbstvertrauen und mit sehr viel Kraft. Erzielt er diesen Treffer zum 15:12. Den Schlusspunkt setzt dann Deinis Christopanz mit diesem überraschenden Treffer zum 18:13 zur Halbzeit. Spricht sehr für das Selbstvertrauen, das die MTM auch zu dieser Pausenführung getragen hat. In der zweiten Halbzeit macht sich dann bei der MT Melsung die Kaderbreite bemerkbar, die auch schon dafür gesorgt hat, dass die MTM in der European League in die Hauptrunde vorziehen konnte, wie wir bei diesem Treffer von Elver Ørn Jonsson sehen. In der Folge floriert dann das Tempospiel bei der MTM und sorgt dafür, dass sich die Mannschaft bis auf 9 Tore absetzen kann. Hier sorgt David Mandic für den 8-Tore-Vorsprung, der Mann mit 6 Toren aus 6 Versuchen auch blind nicht aufzuhalten. Erlangen kämpft sich dann aber hinten raus nochmal ran. Kommt noch einmal über Marek Nissen zum 28:24. Und hat anschließend in der Folge noch gute Chancen, das Spiel noch einmal enger zu gestalten. Das ist Tim Gömel, bis jetzt 6 Treffer und der scheitert an Nebojša Simić im Kasten der Melsunger. Wichtige Parade vom Montenegriner. Der steht auch in der kommenden Situation im Fokus. Auch hier wieder mit einer klasse Parade, die dafür sorgt, dass die MT Melsung den 5-Tore-Vorsprung halten kann. Die Zeichen stehen nun auf Sieg MT Melsung. Und so gibt es nochmal das eine oder andere fürs Auge, wie dieser Treffer hier von Rogerio Moraes, der auf 6-Tore-Führung stellt. Am Ende steht ein 32:27 für die MT Melsung gegen den HC Erlangen. Damit reicht es wieder für die Tabellenführung der MT Melsung. Der HCE bleibt im Tabellenkeller stecken. Alle Spiele live und auf Abruf bei dein